Dann wollen wir auch mal gleich einen von denen essen. So, viel besser. Und den anderen können wir auf Vorrat lassen. Drachenfrüchte wachsen. Jetzt, wo wir den Helm haben, können wir ja die gefährlicheren Sachen mal wieder angehen. Das heißt, ich will auf jeden Fall mindestens 2 Eier von da unten klauen. Was brauchen wir für den Weg dahin? Wir brauchen auf jeden Fall Fleisch. Wir brauchen Holz, um die Lagerfeuer zu zünden. Wir brauchen am besten eine Fackel im Inventar. Wir brauchen eine gute Rüstung, die haben wir noch. Und eigentlich nur Platz, weil ich unterwegs immer irgendwas finde. Also sortieren wir mal ganz kurz aus. Die Stachelfalle können wir hier irgendwo aufstellen. Die Vogelfalle können wir auch irgendwo aufstellen. Die Werkzeuge können mit. Die Samen finde ich eh neu und werde ich aufheben. Zwangsweise, weil ich das immer machen muss. Die Pickaxe und die anderen Werkzeuge. Nö, das geht so weit. Brauchen wir eigentlich nur noch Holz. Holz haben wir 10 Stück, sehe ich gerade. Dann mal los. Unterwegs kann ich mir überlegen, ob ich nicht doch irgendwas vergessen habe. Also Dünger können wir auch mitnehmen für Lagerfeuer befeuern. Und wir müssen eh nach oben laufen. Sehr gut. Das heißt, mein Plan ist jetzt, wir laufen da einfach hin, schnappen uns 2 Eier, sofern denn neue da sind. Das wissen wir ja auch nicht. Kann gut sein, dass es mehrere Wochen dauert, bis die Eier respawnen. Oder die Eier echt nur respawnen, wenn die Tallbirds auch bei den Nestern sind. Und wir wissen ja, dass 2 davon verbuggt auf der Brücke hocken und gar nicht zu ihrem Nest zurückgehen. Also, nee. Aber es waren ja noch ein paar andere Nester da. Also eigentlich müsste irgendwo schon was zu finden sein. Oh, Gold. Dummdi-dumm. Ja, Gold haben wir auch fast keins mehr. Was nicht so gut ist, denn wir brauchen demnächst die neuen Goldwaffen. Oder Werkzeuge. Aber hier liegt ja anscheinend genug auf dem Boden rum. Warum auch immer. Wir müssen ja... Hier ist ein Sumpf? Okay. Ist hier auch ein Tentakel? Nö. Mini-Sumpf ohne Tentakel, ohne Schilfrohr, ohne alles. Ah ja, komisch. Aber interessant. Also falls wir mal einen Sumpf für irgendwelche Experimente brauchen, können wir das da ausprobieren. Also mit dem Boden zum Beispiel. Wäre auch noch ganz interessant, dass andere Sachen bei der Farm rauskommen, je nachdem, worauf die Farm gebaut wurde. Also wenn wir jetzt im Sumpf irgendwas anbauen, dass da ein Schilfrohr rauskommt oder irgendwelche Monsterkräuter. Aber das kommt ja alles noch in 5 Tagen. Wie gesagt, das ist der nächste Patch. Da bin ich schon gespannt drauf und spoilere ich mich auch nicht absichtlich. Aber man kann ja immer wieder auf der Homepage gucken. Die machen da recht interessante Plakate zu den einzelnen Patches. Also grafisch designt und alles, recht cool gemacht. Aber die verraten dann teilweise schon recht viel. Das habe ich damals bei den Wölfen und bei den Bienen gesehen. Das sah recht cool aus. So, hier ist auch ein Sumpf. Sogar ein recht großer. Oh, und hier ist Schilfrohr. Das ist doch mal cool. Und ein Frosch. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Tentakel. Noch ein Frosch. Ah, sehr cool. Wir sollten echt mal alle Inseln zu Ende erforschen. Wie wir gerade sehen, haben die noch teilweise recht interessante Sachen in petto. Ja. Unsere Schilfrohrvorräte können wir natürlich auch ein bisschen aufpushen. Und ich bringe mal so einen Frosch um. Froschbeine. Sehr schön. Was dann mit dem See da anfangen kann, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht fischen. Das haben wir auch noch nicht ausprobiert, obwohl ich das seit 20, 30 Folgen mal erwähne nebenbei. Dass wir das immer mal wieder erforschen sollten. So, und wir dürften es heute noch schaffen, zu den Tallbirds zu kommen, aber nicht zurück. Also sollten wir die Eier erst morgen früh schnappen. Sonst laufen wir jetzt die ganze Nacht im Kreis um Lagerfeuer rum und das ist nicht so toll. So, die beiden Tallbirds sind verbuggt. Ich weiß nicht, ob ich die erlösen soll oder nicht. Und ob die respawnen oder nicht. Ja, müssen wir gucken. So, ganz viele Samen, sehr schön. Und zuerst dachte ich ja auch, also ich habe in den Kommentaren gelesen, dass man Sachen an die Vögel verfüttern kann und kommen Samen bei raus. Zuerst dachte ich, ja, das ist doch total sinnlos, weil wir ja so genug Samen bekommen. Aber jetzt wissen wir ja, dass da spezielle Samen bei rauskommen, was ich auch recht cool finde. So, ein Tallbird-Ei müsste da hinten sein. Das wollten wir aber nicht klauen, genau. Wir wollten einfach nur zum Lager laufen.
Das müsste hier irgendwo sein. Hier irgendwo sein. Ah ja, na also. So, schmeißen wir unseren Dünger rein, um mehr Platz zu haben im Inventar. Noch ein wenig Holz. 1, 2, 3. Tolbert geht schlafen. Ich habe da auch schon ein Ei gesehen. Sehr gut. Was Neues zu essen. Kann man die Froschschenkel braten? Jo. Gekochtes Froschbein. Die Fackel lassen wir im Inventar. Ist okay. Das kann man mit Schaufel. Oh, Spinneneier. Die sollten auf jeden Fall mit. Die brauchen wir für diesen Spinnenhelm. So, was machen wir jetzt die Nacht über? Wirklich viel zu tun haben wir ja nicht. Wir könnten Holz hacken. Genug Bäume wären in der Nähe. Ja, kann zwar ein End kommen, aber wenn einer kommt, wir sind relativ gut ausgerüstet. Mit unserem Helm, unserer Rüstung, dem Speer und der Goldaxt. Auch wenn ich mir... Oh. Okay, man sollte nachts den Tallbirds nicht zu nahe kommen. Versuche mich zu picken. Unten sind auch noch Spinnen. Au. Okay, Rüstung anziehen. So. Kein Platz. Ja. Rucksack wieder anziehen. Und trotzdem kein Platz. Monsterfleisch lassen wir hier, weil das Fleisch hier ist wichtig für unsere Fleischstatuen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Platz für das Ei, das jetzt ja keinen Wächter mehr hat. So. Irgendwas hat gerade geknurrt. Aber kein Wolf. Hm. Ja, hier müssten irgendwo ja noch zwei Tollwirts sein. Zumindest zwei Nester. Na gut, Hunger hat Wilson immer noch. Kann er ein paar davon essen. Die sind ja eh nicht so gut. Und die Beeren würde ich ganz gerne mitnehmen, um sie später unserem Kleinen zu verfüttern. Einfach nur, um zu gucken, ob da irgendwas Besonderes bei rauskommt, je nachdem, was man ihm füttert. Das gute Fleisch kann auch schon verkocht werden. So. Die Eier konnte man... Ach, die Eier konnte man verbrennen, aber nee, das wollen wir nicht. Die Eier konnte man auch kochen. Nee. Das da kann noch mit. Und der nächste Baum kann gechoppt werden. Zack, 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 zack. Und dann ist auch gleich schon morgen. So. Alles aufheben mit Leertaste. Was ja echt praktisch ist. Auch wenn das nicht sehr weit wirkt. So. Ja, na komm, ein Essen kannst du noch essen. So, Speer in die Hand. Gleich müsste es Tag werden und dann huschen wir mal dahin. Also hier irgendwo. Und das Nest ist leer. Okay, dann da unten zu den Spinnen hin. In der Hoffnung, dass das Nest da wenigstens gefüllt ist. Denn ich hätte gerne mindestens zwei Eier. Nur für den Fall, dass wieder irgendwas schief geht. Und so können wir auch zwei Eier gleichzeitig großziehen. Geht ja ein bisschen schneller... Oh ja, da ist eins drin. Aber auch ein Tollbird. Und eine Monsterspinne. Super. Wie machen wir das? Wir schmeißen das Seil auf den Boden. Ich will ihn jetzt nicht unbedingt umbringen. Weil ich denke, wenn wir ihn umbringen, dann respawnen die Eier irgendwann nicht mehr. So, weg, 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 weg. Und du verbackst dich jetzt bitte nicht auf der Brücke. Wie machen wir das? Ich laufe einfach mal ganz lang in die Richtung hier. Aber der ist genauso schnell wie wir. Nee. Willst du Fleisch? Nee, du willst nur unser Fleisch. Willst du einen Froschschenkel? Wahrscheinlich auch nicht. Ja. Komm schon, bleib hier irgendwo hängen, nicht auf der Brücke. Ich will nicht ein drittes... Oh. Oh, ich glaube, wir haben gerade einen aus der Brücke hergezogen. Sehr schön. Froschschenkel weg. Ei mit. Ah, au, 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 au.
Ja, der Helm ist schon wieder auf 16%. Aber er hat sich rentiert. Weil gerade jetzt musste ich den Rucksack hier anbehalten, um unsere ganzen Sachen nach Hause zu schleifen. Und sonst hätten wir gar keine Rüstung gehabt. So, jetzt verbacken wir die beiden Tollbirds aber wieder. Nee. Na gut, wir haben jetzt 3 Eier, das soll erstmal reichen. Und wenn die Eier wirklich nicht respawnen, wenn keine Tollbirds da sind... Oh, jetzt haben wir gleich 4 hier oben. Ja, also wenn die Eier wirklich nicht respawnen, dann müssen wir halt irgendwie das hinbekommen, dass die Tollbirds von hier wieder zurück zu ihren Nestern kommen. Also vielleicht einfach einmal anhauen und dann weggehen oder keine Ahnung. Das müssen wir gucken, wenn es soweit ist. Erstmal wollen wir jetzt wieder nach Hause. Und der hier will anscheinend mit. Vielleicht können wir ihn hier im Wald irgendwo abhängen. Ja, das schaut gut aus. Da war noch ein Spinnenei, aber das ignorieren wir erstmal. Und die nächsten Tage werden wir jetzt eh unsere kleinen Küken wieder hochziehen. Und Schweine... Und Schweine jagen gehen, um einen neuen Helm zu machen. Weil der hier nicht mehr lange halten wird. Diese Spinnenmütter scheinen doch recht weit verbreitet zu sein. Ja, müssen wir gucken. Den Spinnenhelm sollten wir wahrscheinlich auch mal ausprobieren. Vielleicht können wir damit die kleinen Spinnen gegen die große hetzen oder so. Das wäre schon ganz praktisch. So. Oh, das schaffen wir heute noch. Uns hat sogar einiger was mit dem Inventar geklappt. Da bin ich ganz überrascht. Normalerweise ist ja mal ein absolutes Chaos. Also unsere Beute ist 2 Goldnuggets, 3 Tollbird-Eier, 6 Schilfrohr, 2 Spinneneier und Klimbim. Ja, das ist doch ordentlich. Dafür haben wir einen Tollbird töten müssen, der eventuell nicht respawnt und dementsprechend auch sein Ei nicht. Oh, so. Und wir haben 2 weitere Tollbirds verbackt, die jetzt auch irgendwo in der Wildnis bzw. auf der Brücke rumhängen. Aber ja. Normalerweise kann man die Tiere ja irgendwie ablenken. Oder die Gegner. Also die Ents zum Beispiel damit, dass man Bäume pflanzt. Und die Wölfe, denen man einfach Fleisch auf den Boden schmeißt. Die Schweine genauso. Spinnen glaube ich auch. Aber bei dem anderen da, bei den Tollbirds, fällt mir so nichts ein. Also außer vielleicht deren eigenes Ei auf den Boden schmeißen. Aber das wollen wir ja gerade haben, also macht es keinen Sinn. So, hier ist unsere Mini-Baumfarm. Oder Kohlefarm? Ne, das ist die Baumfarm. So, du kannst schon mal da drauf. So, Drachenfrüchte sind fertig, sehr gut. Unsere Eier kommen einfach so auf den Boden und ich sollte sie auf keinen Fall aus Versehen essen. So, wenn es gleich dunkel wird, rücken wir die ein bisschen näher. Und dann morgen dann wieder weg. So, wir wollen einsortieren. Die Beeren einfach irgendwo hier rein. Schilfrohr kann da rein. Hatten wir noch ein Stück von. Das ist nicht so gut. Das gute Fleisch kann dahin. Tanzapfen können dahin. Spinneneier haben bestimmt noch keinen Platz. Nö. Und er meint, er müsste ein Feuer machen. Ja, dann mach doch mal ein Feuer mit der fast letzten Kohle. Oh, jetzt weiß ich, warum die Fallen vorhin keinen Schaden verursacht haben. Die waren wohl gar nicht gespannt. Die muss man immer von Hand neu spannen. Nur so sind sie geladen, wenn sie so eingefahren sind. Ah, okay. Die beiden tickern gar nicht. Achso, die müssten erst einmal neben dem Feuer liegen, ne? WTF? Ich hätte schwören können, wir hätten sie damals... Ah, genau. Einfach nur kurz eine Weile da liegen lassen. Und dann gucken, bis sie anfangen zu schwitzen. Und wenn sie anfangen zu schwitzen, dann halt weg. Kommt schon ihr beiden? Ja, du wackelst auch schön hin und her. Und du auch. Sehr gut. Schnell ein bisschen was gefarmt. Die werden dann auch gleich verkocht, um zu testen, ob die Drachenfrüchte wirklich das Beste sind, was wir an der Farm anbauen können. So, wir sind bei 39 und 63, also 60, 40. 10 Lebenspunkte. Dafür nicht sehr viel Essen.
Also als quasi Heiltrank könnte man den nehmen. So ähnlich wie ein Honig. Der Honig heilt, glaube ich, auch 10. Da müssen wir testen. Was haben wir denn noch so? Pumpkin. Jetzt geben wir dem armen kleinen Vogel einen riesen Kürbis. Hier. Wir brauchen Samen. Zack. Der muss einen Monstermagen haben. Oh, und da kamen normale Samen mal raus. Ist wohl zufällig. Und einmal Pumpkin-Samen. Ja, okay. Noch irgendwas? Ich hätte gern Auberginen noch. Und vielleicht einen Granatapfel. Was, wenn man den Bären gibt? Kriegen wir dann Bärensträucher? Mir hat nur gepiepst. Ich sehe da nichts rausfliegen. Müssen wir morgen früh nochmal gucken. Eier sind soweit in Ordnung. Verforschen wir noch ein bisschen und sammeln da unten die Stöcke auf. Und wir haben schon Tag 111. Oh, sehr schön. Kommen echt ganz schön weit. Wenn man bedenkt, dass ich in meinem ersten Leben in der ersten Nacht gleich gestorben bin. Also im Testleben. So. Und neuer Tag. Oh, 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 die schwitzen alle. Aufheben, aufheben, aufheben. Aber das machen wir dann gleich weiter. Also bis denne.